Hey, herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 2. Jetzt geht's ab zurück zur Normandy. Sie sind noch hier? Ja. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Wir haben uns Samara geholt. Eine neue Waffe. Okay. Biotischer Schaden. Credits. Wieder 55.000. Geile Scheiße. Und jetzt machen wir die Mission für Miranda und ihrer Schwester. Na, komm schon. Willkommen auf der Normandy, Samara. Wir haben Ihr Profil ausführlich studiert. Mit Ihren Fähigkeiten werden Sie mit Sicherheit eine großartige Ergänzung unseres Teams sein. Danke. Von einer Organisation wie der Ihren ist das wirklich ein großes Lob. Ich habe Samaras biotische Kräfte schon in Aktion gesehen. Sie sind beträchtlich. Wir wissen noch immer nicht, was uns beim direkten Kontakt mit den Kollektoren erwartet. Ich werde auf alles vorbereitet sein, worauf wir treffen. Wo sollen wir sie unterbringen? Ein Zimmer mit Aussicht auf den großen Orkusnebel wäre mir am liebsten. Quartieren Sie sie im Beobachtungsraum auf Deck 3 ein. Danke. Ich muss nun über die Ereignisse des Tages meditieren. Ja, ich auch. So, perfekt. Jetzt wollen wir mal hier raus. Gucken uns das hier mal an. Hier haben wir nichts. Noch für 1000 Elementario, klar, gib her. Sonst noch was? Abklingzeit 5000. Okay, das nehmen wir aber auch. Das ist gut. Das bringt 20% weniger Abklingzeit. Und die Dauer erhöhen. Sehr schön. Prototypen. Was hätten wir hier noch? Notfallschild. Ja. Aha. Wir müssen unbedingt mal los und Planeten kontrollieren bzw. ausbeuten, wenn man so will. Brand wirkt ziemlich aufgeregt. Sie sollten mal nach ihm sehen. Ja, mache ich sofort. Lass mich mal eben nach Nachrichten gucken. Keine neuen Nachrichten. Dann wollen wir eben nach Grant runter. Der ist ja auf dem Maschinendeck, ganz genau. Chambers sagt, sie würden alles zerlegen. Ist was nicht in Ordnung? Irgendetwas stimmt nicht, Shepard. Mit mir. Ich bin so angespannt. Ich will unbedingt etwas töten mit bloßen Händen. Mehr als normal, so als hätte ich überhaupt keine Wahl. Als wollte ich... Ach, ich weiß auch nicht. Alter Vater! Sehen Sie, warum mache ich das? Was stimmt nicht mit mir? Ich habe keine Idee. Aokir hat Ihnen nichts vermittelt, das Ihnen jetzt helfen kann? Ich sehe Bilder von alten Schlachten und höre die Stimmen der Warlords. Aber das ist ein Blutschleier in meinem Kopf. Ich will Kontrolle. Wenn wir in Bewegung sind und kämpfen, kann ich mich konzentrieren. Aber hier schreit mein Blut, meine Platten jucken. Und selbst sie sind nur störender Lärm. Ich bin eine Tankgeburt. Was ist das? Edi, haben Sie Informationen über Kroganer-Krankheiten, die so etwas hervorrufen könnten? Cerberus hat einige Autopsieberichte im Archiv, aber nichts über einen lebenden Kroganer dieses Alters und in diesem Zustand. Kroganer gewähren nur selten Einblick in ihre medizinischen Aufzeichnungen. Mein Volk wurde von Ärzten in Laboren besiegt. Aha. Sie würden nie zulassen, dass derartige Informationen unsere Heimatwelt Tuchanka verlassen. Ja, fliegen wir da mal hin, wa? Joker kann uns zur Heimatwelt der Kroganer bringen. Jeder im Team muss voll einsatzfähig sein. So sieht's mal aus. Mir gefällt das auch nicht. Wut ist für mich ein Mittel der Wahl.
keine Krankheit. Okay. So. Dann haben wir da auch wieder eine Mission von ihm. Müssen wir nochmal eben mit der Yusikarin quatschen. Mit Samara. Die sitzt hier links, glaube ich. Genau. Da hockt sie. Upgrades. Shepard. Haben Sie irgendeinen Vorschlag, wie wir die gesammelten Ressourcen nutzen können? Ich glaube, mit einigen davon könnte ich unsere Brennstoffreserven und damit unsere Reichweite erhöhen. Möchten Sie wissen, was ich dazu brauche? Ja, zeig mal her. Zeigen Sie mir, was dazu nötig ist. Gucken wir uns das mal an. Ach, guck mal, kostet nur 3000. Ja, ist ja perfekt. Das nehmen wir direkt mit. Gib her. Optimal. Ach, haben wir doch schon. Ja, ich habe mein Möglichstes getan, um ihr Erkundungspotenzial zu... Was haben Sie für einen Eindruck von Miranda und Jacob? Jacob ist ein ehrlicher junger Mann. Die Ereignisse werden aus ihm entweder einen großen Mann machen oder ihn völlig zerstören. Miranda ist zweifellos eine knallharte Frau. Ich respektiere ihre Stärke und Entschlossenheit. Sie trägt eine große Bürde und teilt sie nicht mit anderen, genau wie es sein sollte. Wie schätzen Sie den Missionsverlauf ein? Der Aufbau unserer Kräfte ist eine gute Strategie, aber schon bald ist es an der Zeit zuzuschlagen. Aha, reden wir. Wie geht es Ihnen? Ich habe die vergangenen 400 Jahre allein verbracht. Es tut gut, mal wieder mit einem Kollegen zu sprechen. Auch wenn ich diesbezüglich etwas eingerostet bin. Wenn Sie die Geduld aufbringen, würde ich mich gern unterhalten. Na klar. Wie viel wissen Sie über unsere Mission? Ich weiß, dass ich geschworen habe, Ihnen zu folgen und dass Sie die Kollektoren vernichten wollen. Das reicht mir. Wollen Sie nicht wissen, warum die Kollektoren bekämpft werden müssen? Wenn man nach einem Kodex lebt, der einen zu hartem Durchgreifen zwingt, lernt man, wie gefährlich Neugier sein kann. Wenn ich einen Mann töten muss, weil er ein Verbrechen begangen hat, will ich dann wirklich wissen, dass er ein fürsorglicher Vater ist? Na, das ist richtig. Ich würde gerne mehr über den Verbrecher erfahren, den Sie auf Nos Astra verfolgt haben. Ich hoffe, Sie verstehen, dass ich über dieses Thema nicht sprechen möchte. Es hat viel mit meinem Kodex und meinem Glauben zu tun. Man könnte sagen, es ist etwas Persönliches. Ich muss Bescheid wissen, falls es die Mission tangieren kann. Wird es nicht. Gut. Perfekt. Was halten Sie von Cerberus? Ich habe Gerüchte gehört, bilde mir aber schon lange lieber mein eigenes Bild. In der Meinung anderer ist zu viel Platz für Interpretation. Warum waren Sie dann bereit, für Cerberus zu arbeiten, wenn Sie keine Informationen aus erster Hand hatten? Ich arbeite für Sie, Shepard. Unsere Methoden mögen verschieden sein, aber unsere Ziele sind es nicht. Aha, okay. Ich gehe zurück zur Arbeit. Es war mir ein Vergnügen, Commander. Na klar. So, dann ab hoch. Oh, warte mal, was hat denn... Was hat denn Joker... zu Miranda, zu Samara zu sagen. Das würde mich ja noch interessieren. So, Commander, sogar Ihre Asari sind also ausgebildete Killer? Kaufen Sie die eigentlich alle im selben Laden? Gehe ich recht in den Moment schon. Okay. Bis dann, Commander. Okay. So. Gas. Perfekt. Es gibt nichts Absoluteres als den Schwur einer Asari-Justikarin. Es war richtig, Samara auf unsere Seite zu ziehen. Ich finde Quarianer überaus faszinierend, aber sie machen mich auch immer ein wenig traurig. Quarianer? Wie kommst du denn jetzt darauf? Sie sind hübscher. Ich habe sie nicht wegen ihres Aussehens rekrutiert. Die Normandy hat doch schon sie, Kelly. Oh, Shepard. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, sie besser kennenzulernen. Oh, gemeinsames Abendessen. Warum essen wir nicht zusammen in meiner Kabine? Dabei könnten wir unsere Unterhaltung fortsetzen. Das klingt wunderbar. Ich hatte darauf gehofft, mit Ihnen privat ein bisschen Zeit verbringen zu können. Gehen Sie vor. Meine Güte, so lang bin ich seit meiner College-Zeit nicht mehr wach gewesen. Es war ein wunderbarer Abend. Danke, Shepard. Ich habe das Aquarium in Ihrer Kabine gesehen.
Wenn Sie möchten, füttere ich in Ihrer Abwesenheit das die Fische. Das wäre sehr nett, Kalli. Das wäre gerne, prächtig, prächtig. Wie auch immer. Was gibt's? Wie geht's, Saku? Im Moment okay. Noch etwas, Commander. Das wäre alles. Nein, ich bin alles, hier, wenn Sie alles gut, alles keine gut. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Danke. Boah, jetzt landen. Mein Gott, der ist immer da hinten. Verdammt, warte. Bevor ich das vergesse. Einmal vollladen bitte, voll tanken bitte. So. Landen. Müssen wir noch in die Bar, war das, glaube ich. Genau. In der Bar. Na, komm schon. Danke. So. Und so. Annehmen. Ja, ist gut. Danke. Entschuldigen Sie. Meinen Quellen zufolge waren Sie kürzlich in einem Lagerhaus. Haben Sie vielleicht zufällig einem Mr. Thags fragwürdige Transportpapiere zukommen lassen? Ja, habe ich. Sie sahen verdächtig aus, also habe ich Sie weitergeleitet. Ich vertrete Mr. Thags. Er ist Ihnen sehr dankbar. Bitte nehmen Sie das als Belohnung dafür an, dass Sie ihn auf die Unregelmäßigkeiten aufmerksam gemacht haben. Was wird er tun? Was geschieht jetzt mit der Spediteurin, die Thags hintergangen hat? Das kommt darauf an, wie ernst gemeint Ihre Entschuldigung ist und wie weit es mit Ihrer Bereitschaft aussieht, den Fehler wieder gut zu machen. Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach der Person, die Thags hintergangen hat? Danke, aber das wird nicht nötig sein. Okay. Mr. Thags wird eine Reihe von höflichen Telefonaten führen. Hoffentlich ist dann keine Konfrontation mehr nötig. Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja. Super. Perfekt. So. Dann wollen wir doch mal in die Bar. Wie können Sie nach den Was? Angriffen auf die Kolonien der Menschen Fertighäuser abstoßen? Bla. Was? Wenn Sie nichts Besseres haben, muss das wohl reichen. Naja, halt die Klappe. Aber sind Sie sicher, dass die Neutralen... Bin ich. Ich weiß zwar nicht, worum es geht, aber bin ich. So, hier hoch. Wir finden... Was? Warte. Was ist das hier? Sklavenhändlerin? Hi. Schon okay. Ich überleg mir was. Sie haben gesagt, Sin IQ würde mich kaufen. Sie haben gesagt, es gäbe keinerlei Probleme. Ich hatte angenommen, dass Sie einen VI-Tag brauchen würden. Hallo? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie lassen die Sklavin gehen. Sofort. Wir bevorzugen den Begriff Zwangsarbeiter. Und ich weiß, dass die Menschen wegen der batarianischen Sklavenhändler berechtigte Vorurteile gegen die Sklaverei haben. Bevor Sie vorschnell etwas unternehmen, sollten Sie wissen, dass die Quarianerin freiwillig unterzeichnet hat. Und dass Ihr Vertrag auf Ilium völlig legal ist. Wenn Sie der Quarianerin wirklich helfen wollen, überreden Sie den Vertreter von Sin IQ dazu, Ihren Vertrag zu kaufen. Und wenn ich sie kaufe? Und wenn ich sie kaufe? Ich könnte sie freilassen und alle wären zufrieden. Ein edles Angebot mit drei Pferdefüßen. Erstens, Ihre technische Ausbildung bedeutet einen Vertragswert von mehreren 100.000 Credits. Alter Vater! Außerdem fällt eine Gebühr an, wenn man mich vor Ablauf der Vertragslaufzeit freilässt. Richtig. Und drittens sind Sie eindeutig ein Reisender. Und laut Vertrag muss Sie auf Ilium bleiben. Ich will nicht, dass man mich irgendwo in eine Mine steckt. Na toll. Warum hat sich diese Quarianerin zur Sklavenarbeit verpflichtet? Börsenspekulationen. Ich kann gut mit Zahlen umgehen und dachte, ich könnte dadurch unbegrenzt Geld verdienen. Ich habe alles verloren. Mein Kreditrahmen wurde gesperrt. Also habe ich mir illegal was geliehen. Den Rest können Sie sich denken. Als Teil unserer Abmachung habe ich Ihre Schulden beglichen. In 5 Jahren kann sie ein neues Leben mit ausgezeichneten Empfehlungsschreiben anfangen. Ich glaub's nicht. Klingt gut. Außer Sie verlieren Ihre Unterlagen oder finden einen Grund, sie länger festzuhalten. Alle Verträge werden von den Behörden auf Ilium überwacht. In einem Fall, wie Sie ihn skizzieren, läge die Beweislast bei mir. Kein System ist perfekt, aber es gibt Maßnahmen zum Schutz aller Beteiligten. Aha.
Wenn Sklaverei legal ist, warum versuchen Sie dann, die Quarianerin zu verkaufen? Ich selbst halte keine Arbeitsverträge. Ich bin Vertragsmaklerin. Ich hatte gehofft, Syn-IQ würde die Chance, einen fähigen VI-Tech zu kriegen, sofort nutzen. Aber sie haben mir nicht mal ein Angebot gemacht. Warum behalten Sie sie nicht, wenn sie technisch so gut ausgebildet ist? Die strikten Anforderungen bei Quarianern, was Gesundheit und Ernährung angeht, machen sie im Unterhalt sehr teuer. Ich mache bestenfalls einen minimalen Gewinn. Für häufige Anzugreparaturen und Reinräume fehlt mir das Geld. Was geschieht denn, wenn Syn-IQ mich nicht nimmt? Es gibt immer eine Lösung. Ich werde mich um sie kümmern. Sklavenhandel ist also legal auf Ilium? Ja. Die Zwangsarbeit dauert eine vertraglich festgelegte Laufzeit. Oder bis bestimmte Voraussetzungen in beiderseitigem Einvernehmen erfüllt sind. Ilium muss sämtliche Verträge genehmigen. Es ist gesetzlich festgelegt, welche Einschränkungen und Strafmaßnahmen erlaubt sind und für welche Arbeiten ich sie einsetzen darf. Ich bin außerdem vor dem Gesetz für ihr Verhalten und ihre Gesundheit verantwortlich. Missbrauch ist streng verboten. Mhm. Ich versuche zu helfen. Ich rede mal mit dem Vertreter von Syn-IQ. Mal sehen, was sich machen lässt. Wirklich? Danke. Das wäre großartig. Ja, ja, wir gucken mal. Ich guck mal, ob ich da was reißen kann. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Würden Sie gerne eine bestens ausgebildete quarianische VI-Programmiererin einstellen? Wenn Sie eine Bewerbung einreichen, werde ich... Moment. Reden Sie von der Sklavin? Syn-IQ kauft keine Sklavenarbeit. Die Citadel macht uns schon genug Druck, ohne dass wir Praktiken anwenden, die der Rat ablehnt. Offen gestanden stellen wir zurzeit praktisch gar nicht ein. Der Geth-Angriff auf die Citadel hat die Begeisterung für künstliche Intelligenz massiv gedämpft. Es wäre ein gutes Geschäft. Es kommt mir so vor, als wäre Syn-IQ um seinen Ruf besorgt. Die Anstellung der Quarianerin würde dabei sicher helfen. Der Kauf einer Sklavin nützt unserem Ruf? Wie kommen Sie denn darauf? Kaufen Sie den Vertrag, abzüglich der Gebühr für vorzeitige Freilassung, dann lassen Sie die Quarianerin frei, beschäftigen Sie weiter und finden als Abzahlung einen Teil Ihres Lohns. Interessant. Wir stehen gut da, weil wir eine Quarianerin eingestellt haben und wir können sagen, dass wir aus Nächstenliebe Sklaven befreien. Also gut, ich lasse einen Vertrag aufsetzen. Das Direktorium wird sich in die Hose machen, aber wir brauchen dringend gute Publicity. Allerdings muss die Quarianerin ihren Job wirklich beherrschen. Ja, wir haben das mal eben geregelt. Ich gehe mal zurück. Sag hier mal Bescheid. Alles bestens gelaufen. Ich habe den Vertrag geschickt. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ist doch kein Problem. Ich helfe immer gern. Hier, für Ihre Mühen. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich muss diesen Arbeitsvertrag übermitteln. Danke. Diesmal halte ich mich aus allem Ärger raus. Ja, will ich ja hoffen. So viel Kohle haben wir gekriegt. Na, sag schon. 2000, perfekt. Jemanden, der dich anständig behandelt. Ich denke, ich werde wohl eine Weile so. Jemanden mehr ausgeben. Und ich wollte das ja eigentlich schon in diesem Part machen, aber das hat alles... Halt doch mal die Klappe, ich bin am Reden, alter Vater! Sie könnte krank werden, sie ist verletzlich. Ich frage mich, wie sie wohl unter dem Helm aussieht. Der Stoff, Vater! Ich kann jemanden finden, der dich so mag, wie du bist. Vielleicht sogar jemanden, der das gleiche essen kann wie du. Danke. Herzlichen Dank. Verdammten Idioten. So, eigentlich wollte ich ja diesen Part schon die Mission für Miranda anfangen. Ist aber ein bisschen was dazwischen gekommen. Von daher machen wir das jetzt im nächsten Part. Ich stehe ja schon vor Missionbeginn. Im nächsten Part gibt's das auf jeden Fall. Und da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Macht's gut.